Ja. Bravo. Guten Abend, ich freue mich, Sie zu sehen. Das ist, ich sage jetzt mal, Europas beste Kung-Fu-Truppe. Ist nicht verkehrt. Ist nicht verkehrt, kommt aus Hamburg. Und Ihr Meister oder einer der Meister ist Jörn. Und dann haben wir aus den USA, und darüber freuen Sie sich und wir uns auch, den Lehrer aller Lehrer, Sigung L. Dacascos aus Hawaii. Vielen Dank. Jo. Jörn Tiedtke wird uns im Verlaufe der Sendung Kung Fu noch ein bisschen näher bringen. Sie haben ein großes Fest am nächsten Samstag, am 25. in Hamburg, eine Riesengeschichte, zu der auch der Meister... 25. April ist unser alljährliches Turnier. Und das ist so gut besetzt wie noch nie. Das ist ein sehr großes Turnier. Fein. Und wir werden nachher sehen, was Kung Fu alles sein kann. So, und jetzt, nehmen wir also jetzt Jörn Tiedtke. Wir haben zu Beginn ihn kurz vorgestellt und seine Kung Fu-Gruppe. Ganz schnell, in ganz kurzen Sätzen, die Zeit drückt mal wieder, wie es aussieht. Am nächsten Samstag, hatten Sie schon gesagt, großes internationales Turnier. 25. April sind unsere diesjährigen Dacascos Kung Fu Championships in Hamburg, in Wandsbek. Und zu diesem Anlass haben wir unseren Großmeister Sigung L. Dacascos nach Hamburg eingeladen. Und den sehen wir jetzt kämpfen. Er hat 8 Jahre in Deutschland gelebt. Er spricht auch noch immer ganz gut Deutsch. Aber es hat sich ein bisschen jetzt abgeschleift, nachdem er schon so lange wieder in Amerika ist, hat eine deutsche Frau, alles richtig bis jetzt, ne? Und hat eine kleine Tochter und er ist trotzdem ein ganz harter Mann, aber Kung Fu heißt ja nicht auf den Mann und killen, sondern Sport, auch Sport der Ursport, glaube ich, aller asiatischen Kampfsportarten. Was heißt denn Dacascos eigentlich? Dacascos ist der Name von unserem Gründer. Und Sie sind der Vorsitzende? Ich bin der erste Vorsitzende des deutschen Wonop Kendo Verbandes. Und Wonop Kendo bedeutet die Stilart, die von Herrn Dacascos kreiert worden ist. Wonop Kendo ist kombinierter Faustkampfstil. Und jetzt wird uns gleich einige Selbstverteidigungstechniken zeigen. Anfangen wird er gegen eine Bedrohung mit einem Messer. Hier ist ein Messer. Das ist das Messer, ja. Und das soll nicht in den Bauch. So geht das. Der Unterschied unserer Selbstverteidigungsarten gegenüber den anderen ist, dass keine Bewegung vorgeschrieben ist. Alles ist kreativ, spontan, aus dem Moment heraus. Das sind also keine getimten Bewegungsabläufe, sondern der Gegner reagiert und der Verteidiger reagiert auch. Und das verlangt höchste Konzentration natürlich. Man muss immer in Bereitschaft sein, Attacken abwehren zu können. Um das zu lernen, brauchen Sie zwischen 4 und 7 Jahre, um es so gut zu beherrschen. Dacascos stammt aus Hawaii. Bitte kommen Sie dazu. Ich freue mich, Sie kennenzulernen. Man sagt, Sie sind der Lehrer aller Lehrer. Warum sagt man das? Warum? Ja. Warum was? Warum sind Sie der Lehrer aller Lehrer? Weil Sie so gut sind, weil Sie so ausgefeilt sind in Ihrer Technik, weil Sie so gut sich konzentrieren können, weil Ihre Variationen, Ihre Schlagvariationen so groß sind, all das? Er ist der Gründer des Stils und unser Lehrer. Mhm. Denn wir sind ja auch wieder Lehrer, wir haben eigene Schulen. Stehen. Zeitlupe. Er ist noch stark hinter Atem, aber ich glaube, eine Frage können Sie uns beantworten. Was sind die 3 Gründe, warum Sie jetzt noch wieder nach Deutschland gekommen sind? Der erste Grund ist die große Meisterschaft in Hamburg. Das ist der 25. April. Ja. Und der zweite Grund ist, ich habe einige Seminare in Deutschland. Einige Seminare, in denen Sie unterrichten? Der dritte ist, wir haben eine neue One-Hop-Kundo Kung-Fu-Schule, eine Hoffnung.
Die haben Sie, bauen Sie jetzt auf, ja, in Hamburg? In Wedel. In, ja, Wedel, mit, in Hamburg-Wedel. Ja, mit einer Schule, das ist Fariadis. Und das wird die 7. Schule, glaube ich, sein, die Sie eröffnen. Die 5. Als wir das letzte Mal hier waren, vor 3 Jahren, da hatten wir 3 und jetzt eröffnen wir die 5. Ja. Das heißt also, es kommen unwahrscheinlich viele Menschen zu dieser Sportart. Ja, es ist nicht so populär wie Tennis. Nee, aber das kann man nicht sagen. Aber wir Stück für Stück immer populärer. Uns wird ja sehr häufig vorgeworfen, wir würden gerade diese asiatischen Sportarten vernachlässigen, aber Sie sehen immer wieder doch, gibt es Gelegenheit, Ihren Sport zu demonstrieren. Und jetzt werden wir diese Demonstration, ich glaube, 5 Minuten am Stück erleben, mit Musik und mit fantastischen Leistungen. Ich danke Ihnen, alles Gute für Sie. Willkommen, danke, in Deutschland. Danke. Und alle freuen sich, alle Experten, auf das, was Sie zu bieten haben. Ja.